doch so zu reden und wer ist gerade Fame? Keine Ahnung. Warum sind deine Flows so kacke? Warum ist dein Verein so wack? Warum kriegen wir nichts gebacken? Warum fragst du mich, du Crack? So, es ist Sonntag, es ist die Brunch-Time und es ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. Das Wochenende wurde einem schon am Freitag verkackt. Deswegen hier eine kurze Brunch-Time-Loge. Eigentlich wollte ich die mit Sarah machen, aber Sarah hat sich den Rücken extrem verdreht und kann nicht sitzen und nicht stehen. Also wird das wahrscheinlich jetzt, sie wird wahrscheinlich es nicht schaffen in den Stream. Aber, mein Gott. Ich habe gestern, also es ist erstmal, ist es schon Zeit, das Geschehene verarbeitet zu haben. Hat, glaube ich, Dennis gerade gesagt. Dennis, du geile Sau. Es ist, wie ihr seht, noch nicht ganz verarbeitet worden. Ich habe noch so dicke Klüsen. Mein Gott. Was haben wir denn da am Freitagabend wieder gespielt? Wie viel Alkohol passt in einen Menschen, war das Spiel. Und am Samstag war das Spiel, was kann ein einzelner Mensch für einen Schädel haben, bitte? Aber gut. Es war dann gestern auch Familiengeburtstag und ich musste dahin. Es war, glaube ich, ein Auftritt. Ja, aber ich habe es ganz gut. Ich habe es ganz gut kaschiert auf jeden Fall. Aber was soll man auch machen, oder? Was soll man auch machen nach so einem Freitag? Hallo Herr Tarner, hallo Herr Tarnerin, hallo liebe Hater. Hallo liebe Hater. Ich habe so viel Hate, spöttische, lächerlichste Nachrichten. Tja, und was soll man dazu sagen? Außer ja, es sieht richtig schlimm aus. Es ist einfach so. Es sieht richtig schlimm aus. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so down aus dem Stadion rausgegangen bin wie dieses Mal. Weil man könnte jetzt alles analysieren und sagen, hier, das, dies, eigentlich, das sah gut aus und es gibt einem Hoffnung, weil man sieht, da wächst was zusammen, aber ey, wir als Hertha BSC, das erste Heimspiel im Stadion, es sind 40.000 Leute da und du sagst, im Club ist so eine Euphorie, ey, und dann ging Wehen Wiesbaden, also es ist absolut so eine unterirdische Leistung gewesen. Das gibt's gar nicht. Also, mir fehlen da eigentlich immer noch die Worte, wie harmlos man spielen kann. Ich habe im Stadion immer noch in der ersten Halbzeit gesagt, so, ey Mann, hört mal auf, so pessimistisch zu sein. Guck doch mal hier Reh, so richtig cool, wie der da über die Außen wirbelt irgendwie. Und ah, wir probieren Druck zu machen. Aber es bringt einfach nichts, hier so grundlos optimistisch zu sein, zu sagen so, ey Leute, komm, ey, was denn, gibt uns Zeit, wir sind noch keine richtige Mannschaft, so, das muss ich erst finden, ey, wir haben eine Vorbereitung gespielt, die Spieler kennen sich alle und dazu war das einfach, es war viel zu wenig und auch wenig, was einem irgendwie Hoffnung gibt, finde ich, jetzt so, dass es in nächster Zeit besser wird, wir stehen. Lautern hat verloren, ist glaube ich letzter, oder? Können wir uns gleich mal angucken. Aber wir sind jetzt schon nach zwei Spieltagen 0 Punkte. Jetzt das erste Pokalspiel, dann nach Hamburg.
Wenn ich jetzt optimistisch sein soll, würde ich sagen, ey ja, das ist vielleicht das Beste, was uns passieren kann, jetzt zum HSV zu fahren und da eine gute Leistung abzuliefern, da unser Selbstbewusstsein rauszuziehen. Aber es fehlt selbst mir irgendwie so ein bisschen jetzt der Glaube, was sich jetzt da so schnell ändern soll. Aber gut, wir können uns die Mannschaft ja mal angucken. Erstmal, hallo, ey, es ist einfach eine total spontan einberufene halbe Stunde und es sind trotzdem so viele Leute schon wach. Es gibt's doch gar nicht. Tach, ihr Schnoddels. Steinig Junior, hab keinen Fahrschein. Kasper, Dennis, die geile Sau. Felix, Dragonfire. Airtime Flo, Kasper. Currybulette, 18BC, Rooney. Alle schon wach. Ratzebrock. Ja. Ah, K ist auch da, Hallöchen. Pelle. Genau, du bist auch online. Alles cool. Ja, was sollen wir dann über die Mannschaft sagen? Erstmal danke für dein Stufe 1-Abo, Jule Berlinsk. Vielen Dank für den Support. Es ist mega, mega lieb. Aber wenn wir uns jetzt mal die Mannschaft angucken, beginnt es, finde ich, bei Christensen. Christensen, ich habe ihn noch verteidigt im Stadion, weil alle gesagt haben, ey, klarer Torwartfehler, den hätte er halten müssen. Oh, wegen ihm haben wir jetzt das Spiel verloren irgendwie. Nein, das finde ich immer noch nicht. Ich finde das natürlich nicht fair, jetzt das ihm zuzuschieben. Aber es ist fußballerisch einfach von ihm echt zu wenig, was er macht. Die Abschläge, Abwürfe, wie er am Ball ist, es ist einfach zu wenig. Und das muss man auch sagen, ey, der Junge ist noch jung und hat noch Potenzial, sicherlich nicht ohne Grund. Sehen auch andere Mannschaften in ihm was Gutes und er ist auf der Linie gut. Aber das muss besser werden und unser Torwarttrainer ist dann halt auch schlecht. Ja, klar war es ein Torwartfehler. Es ist auch richtig, HK, aber wenn man ganz zum Ende des Spiels dieses Tor kassiert, dann kann man das jetzt nicht an ihm festmachen. Es ist einfach zu wenig von uns. Wir hätten das Spiel, da hätten wir schon 3-0, 4-0 führen müssen. Wenn du gegen Wiesbaden spielst und wenn du das halt nicht auf die Reihe bekommst, dann musst du dich nicht wundern irgendwie. Das war so klar, es war so klar, dass das passiert, dass wir jetzt das dann auch noch 1-0 verlieren, ist wie gemalt gewesen. Aber Christensen, auf jeden Fall geht das Tor natürlich auf seine Kappe, den hätte er haben müssen. Er ist jetzt nicht an der Niederlage schuld, finde ich, aber nicht gut gespielt. Kenny, wie wir ja schon auch gedacht haben, einfach bodenlos, was der Typ macht. Jeder weiß, dass er ja im Endeffekt besser spielen kann. Er kommt einem selbst so vor, als wenn er auch ähnlich lustlos, ideenlos, aufgesteckt, einfach wirklich richtig schlecht, würde ich auch nicht mehr spielen lassen. Dann setzt Pekka auf jeden Fall eher rein. Also das war einfach unterirdisch. Unterirdisch. Ja, Leistner, sehr cool. Hat uns allen, glaube ich, da sehr gut gefallen. Innenverteidigung war jetzt auch nicht das Problem. Eitschberger, ja, vielleicht auch den. Aber auf jeden Fall nicht Kenny. Also, ja. Leistner Kempf war auch okay zu zweit. Also Duziak. Ja, also im Endeffekt fand ich die Verteidigung jetzt nicht so schlecht. Nur Kenny ist da rausgefallen. Dann Marton und Clemens auf der Doppelsechs. Ja, was soll man sagen?
stabil, aber halt auch, das ist einfach alles zu wenig. Es kommt zu wenig Ideen, kommen da aus dem Mittelfeld. Im Endeffekt können wir gleich zu Marco Richter rübergehen, auch mega enttäuschend. Hat, klar, man kann ihm das nicht absprechen, dass er das probiert irgendwie. Aber es ist einfach nicht seine Position. Es kommen zu wenig gefährliche Bälle. Es ist einfach nichts, nichts ist es. Und Rehse war okay. Palko fand ich jetzt auch nicht überzeugend. Und Niederlechner vorne, ja, was ist das einfach? Da kannst du dann auch ohne Stürmer spielen. Es ist einfach, er macht, also als er macht für die Mannschaft viel, aber als Stürmer und Vollstrecker ist er da einfach der falsche Mann. Dann die Einwechslung Benze für Richter. Benze fand ich eigentlich gut. Der hat noch probiert, was zu machen irgendwie. Tabakovic auch früh gekommen, weil Paar, glaube ich, auch gesehen hat, dass es mit Niederlechner nicht funktioniert. War bemüht irgendwie. Es tut einem dann fast leid, weil einfach nichts kommt für so einen großen Spieler. Da ist halt zu wenig Flanken, die zu ihm kommen. Man muss sich da gar nichts vormachen. Das ist einfach lächerlich, lächerlich wenig gewesen von uns. Und deswegen so Einzelspielerbenotung. Das ganze Team war einfach richtig, richtig schwach. Ich würde jetzt nur unsere Innenverteidigung vielleicht da lobend hervorheben, aber ansonsten ansonsten war es zu wenig. Und zu wenig ist eigentlich schon fast nicht das richtige Wort. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wie man ein Heimspiel dann so angehen kann und dann sich auch da so hinstellt. Die lassen alle die Köpfe hängen und alle analysieren das ja richtig und sagen irgendwie, ja, es ist seit 4 Jahren alles nur Scheiße. Aber ich meine, da muss man doch was ändern dran irgendwie. Es ist halt, ich fand es schon fast irgendwie ein bisschen hämisch irgendwie, dass dann, es werden dann irgendwelche Events von Hertha gemacht noch irgendwie, was ja alles okay ist irgendwie. Und aber wir müssen uns halt erstmal auf die Mannschaft konzentrieren. Wenn das nicht läuft, dann nützt es uns auch nichts, wenn wir da klasse Gin Tonics im Hertha-Style ausschenken. Wir müssen es erstmal schaffen, dass wir offensiv irgendwas auf die Kette kriegen. Und es ist ja jetzt keine Neuheit gewesen, dass wir auch in der letzten Saison einfach viel zu wenig Tore geschossen haben, viel zu wenig aus dem Mittelfeld gekommen ist. Wir überhaupt keine Spieler haben, die da die Pässe irgendwie vorne reinspielen. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird diese Saison genauso, wie sie jetzt aussieht, wir werden hinten reinrutschen da. Und HK ist irgendwie immer genau konträr. Er sagt, so schlecht fand ich beide Spiele nicht. Da fehlt ein bisschen Glück und ein bisschen Überzeugung. Das war keine Katastrophe. Doch, ich finde das schon, weil Glück, klar, es fehlt ein bisschen Glück. Wir haben einen Lattenball gehabt, wäre da reingegangen. Ja, gut, aber ey, gegen so eine Mannschaft, das ist, ich finde, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich an, aber ey, du musst als Hertha einfach so ein Spiel gewinnen, auch wenn du nicht gut drauf bist, musst du das schaffen, da deine Tore zu schießen und nicht halt in der 90. Minute dann das Tor zu fangen. Wirklich, ey, es ist einfach für mich ganz schön, ich glaube, es geht auch vielen so, dass man so langsam denkt, so, ey, es ist so ein Gefühl aus beidem. Irgendwie Traurigkeit, dass es schon wieder so weitergeht, weil man natürlich gehofft hat, jetzt in der zweiten Liga fährst du irgendwie die Ergebnisse ein. Gegen Düsseldorf habe ich ja auch gesagt, wir haben eigentlich gut gespielt, gut ausgesehen und haben dann halt aus dem Nichts dieses Tor bekommen. Aber Düsseldorf ist halt auch noch ein bisschen was anderes als zu Hause gegen Wiesbaden. Wenn du da dir die Fankurve von Wiesbaden angeguckt hast,
Die sind ja in einem VW-Bus da irgendwie hingefahren. Ey, und dann ist das einfach, da kann HK, du kannst sagen, was willst, das ist einfach nicht ausreichend. Du kannst das auch jetzt natürlich wieder schönreden und dir sagen, ey Mann, da fehlt nur das kleine Quäntchen und dann kommt es, aber nee, weil wenn man sich die Liga anguckt, was da für Mannschaften spielen und wo du die Punkte holen musst, dann ist Wien Wiesbaden auf jeden Fall eine Mannschaft, wo du die Punkte holen musst. Und wenn du das nicht schaffst, dann fehlen sie dir am Ende natürlich auch. Und ich finde, es ist auch jetzt genau das Falsche, jetzt irgendwie zu sagen, so, ey Mann, das waren eigentlich zwei gute Spiele. Weil dann wird es halt richtig gefährlich, glaube ich. Dann wird es wirklich gefährlich, wenn man sich das schönredet, weil die Gefahr jetzt da auch das Selbstvertrauen so zu verlieren, weil du eben so eine Scheiße zusammengespielt hast. Wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele auch nicht gewinnst, dann hast du halt wirklich ein Riesenproblem. Also. Und jetzt ist noch Transferperiode, jetzt müsste man im Endeffekt was machen. Also man muss ja sehen, dass praktisch Richter nicht funktioniert auf der 10. Benze, kannst du natürlich sagen, okay, du spielst das, aber wenn Maser jetzt wirklich so lange ausfällt, kannst du nicht auf einen 17-Jährigen hoffen irgendwie. Das ist zu wenig. Und insofern muss, egal ob wir jetzt kein Geld haben, wenn du jetzt da nicht irgendwas dir überlegst, dann wird das dich noch mehr Geld kosten, weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier erzählen kann, aber ich habe wirklich da ja auch nach dem Spiel haben wir ja mit Leuten gesprochen und da hast du auch gesehen, wie krass angekotzt auch alle sind, auch alle, die da rumgerannt sind. Ich meine, wenn man sich das dann anguckt, dass wir ja natürlich Sponsoren haben und so, und wenn du dann siehst, dass Leute, die von denen kommen, auch hoffnungslos irgendwie und sagen, es ist einfach eine Katastrophe alles, dann kann man sich schon vorstellen, dass es halt in dem Verein jetzt viel mehr braucht. Dieses Zusammenrücken war mega wichtig und ich finde, das haben wir ja auch geschafft. Wir sind ein richtig gutes Team, die Fans, die Mannschaft, auch der Vorstand probiert sicherlich alles, aber ey, man muss jetzt dagegen steuern und zu sagen, die Mannschaft ist wieder neu, alles neu umgeworfen, wir brauchen Zeit. Ey, wir haben eine Vorbereitung gespielt. Gegen Wien, Wiesbaden muss das trotzdem reichen, finde ich. Ja, es ist natürlich bitter, dass wir jetzt wieder die Verletzten haben. Seefuig und Winkler. Aber ich finde auch jetzt Seefuig, der hat super gespielt, ein Spiel. Aber wir haben ihn davor auch ein paar Spiele gesehen. Also ich glaube auch nicht, dass die Verteidigung generell unser Problem ist, wie gesagt. Aber da muss noch was passieren. Klar müssen die sich einspielen, aber ey, das würdet ihr ja wohl auch sagen, gegen Wiesbaden muss es auch so reichen. Also ich sehe das wie Martino. Dodi würde ich jetzt nicht spielen lassen, aber ich würde auf jeden Fall Suat da reinwerfen. Und das muss Pal sehen. Und ganz im Ernst, ich fand auch Pals Statement da am Ende nach dem Spiel, das fand ich auch schwach, irgendwie zu sagen, ja, wenn der rechte Verteidiger da zweimal reinflankt und nicht auf den Punkt macht, was soll er da machen? Von links kam auch nichts. Ja, aber das ist halt nun mal auch der Job, das zu trainieren. Und ich will jetzt nichts gegen Pal, ich liebe Pal irgendwie, aber ist auch egal jetzt, ob man sagt, so, da kann ich nichts machen, es geht ja hier nicht um ihn irgendwie, aber das muss besser werden einfach. Und ich finde, diese ganze Scheiße, die wir seit Jahren durchmachen, jede Ecke kommt nicht, jeder Freistoß ist irgendwie schwach. Das ist trainierbar und das sagt ja HK ganz richtig. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus von der Verteidigung her, stehen wir sicherer. Das Umschaltspiel gegen Düsseldorf hat eigentlich gut ausgesehen. Aber jetzt da irgendwie immer zu sagen, dann
da kann man ja auch nichts machen, wenn jetzt da irgendwie die Standards nicht richtig getreten werden. Doch kann man, dann lässt man halt jemand anders die Standards schießen irgendwie. Oder wenn du sagst, der rechte Verteidiger schießt 10 Flanken nicht auf den Punkt, ja dann warum spielt der denn dann? Dann wechselt doch jemand anders da auf die Position. Jeder wusste doch, dass Kenny scheiße spielt. Aber gut. Serda hat gesagt, er ist verletzt. Ja, davor, aber er hat bei der U23 durchgespielt. Also heißt, wenn er da spielt, dann kann er auch bei uns spielen. Dennis Suat will nicht spielen, denkst du? Wirklich? Eieiei. Unglaublich. Und Kanga hat sich jetzt noch krank schreiben lassen. Ah, wirklich, wirklich hart. Gut, was können wir jetzt, was sagt man dazu? Lächerlich, lächerlicher Typ, aber sollte man jetzt auch nicht irgendwie sich so, also da würde ich mir das Herz nicht schwer machen. Da lass den einfach dann nicht spielen, bam, und gut ist. So, was könnte uns jetzt Hoffnung machen? Ja, guck mal. Da ist Schweigen angesagt. Nichts. Nee, so ist es nicht. Also, ich glaube, wenn man das jetzt optimistisch sehen will, ist es vielleicht gut, gegen starken Gegner zu spielen, weil wir defensiv ganz gut dastehen. Und ich glaube, es tut uns jetzt auch besser, auswärts das nächste Spiel zu spielen. Zu Hause gegen den HSV wäre, glaube ich, für uns schlechter, weil wir zu Hause das Spiel immer machen müssen. Und das können wir nicht. Hamburg wird offensiv spielen und wir stehen abwehrtechnisch eigentlich ganz gut da. Hoffentlich spielt Kenny nicht, aber offensiv gegen Hamburg, ja, die sind auch jetzt auch nicht sicher, kassieren auch ihre Tore. Wir werden es heute sehen, wie sie gegen KSC spielen. Aber ja, da wird sich's zeigen irgendwie so ein bisschen. Also, wenn wir jetzt da richtig schlecht aussehen, dann fürchte ich wirklich das Schlimmste. Es tut mir auch leid, das jetzt so zu sagen, aber dann wird's richtig schwer. Weil dann, wenn du jetzt erstmal so einen Negativlauf reinkriegst, dann wird's schwer. Aber hoffen wir mal, weil dann nächstes Spiel ist zu Hause gegen Fürth in Magdeburg, dann gegen Braunschweig. Ey Mann, ey, es ist lächerlich. Das sind Spiele, wir müssen da die Punkte holen einfach. Aber ja. Marcel, ja, aber ich finde eben den Kader gar nicht so schlecht. Ich finde das eben nicht, dass man sagen müsste, der Kader ist so schlecht, was erwartet man, dass wir so spielen? Ich glaube, das stimmt nicht. Und ja, aber das kann ich nicht akzeptieren, dass wir um den Klassenerhalt in der zweiten Liga spielen müssen. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr drastisch tief gestapelt, weil also das kann man ja nicht erklären. Ich meine, selbst wenn du jetzt die Spieler abziehst, wie Dodi und Suat, haben wir trotzdem noch einen Kader, das ist ja nur ein Understatement, jetzt zu sagen, wir spielen um den Klassenerhalt. Das kann nicht der Anspruch sein, sorry. Und ich finde, das ist auch keine arrogante Anspruchshaltung, dass man sagt, man kann erwarten, dass trotzdem, trotz Umbruch und allem, müssen wir schon unter die ersten 6, 7 Mannschaften in der zweiten Liga kommen. Und das ist nichts Arrogantes, ey, hallo. Wenn du jetzt in die Liga startest und sagst, wir spielen um den Klassenerhalt, was ist denn das? Also, das ist ja, also, das kann ich, das, da kann ich null mitgehen. Also wir werden es sehen und gut, ich wollte jetzt hier auch gar nicht niedermachen. Ich finde, es ist halt schon ein hoffnungsloses Gefühl und ich glaube aber
klar glaube ich daran, dass wir das Ding noch drehen können. Es muss jetzt halt nur ein bisschen was gemacht werden. Und es muss auch angesprochen werden, dass eben das nicht alles nur unglücklich gelaufen ist und wir Pech gehabt haben, weil das stimmt einfach nicht. So. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, wenn man mit jungen Spielern einen Spieltag hat. Wir haben aber trotzdem noch genügend Qualität drin, dass das klappen muss. Und du siehst es ja. Man sieht ja, dass die Erfahrenen hinten zumindest ja auch gut machen. Und dann kannst du auch junge Spieler daneben stellen. Und ich finde auch, unsere Sechser sehen jetzt nicht so schwach aus. Unser Problem, was wir haben, ist einfach die Chancenverwertung. Und ich glaube schon, dass man da noch was nachjustieren kann. Es muss nur angesprochen werden. Okay, HK, sollen wir jetzt die Mannschaft nochmal durchgehen? Also Qualität ist ja schon da. Also ich finde, ein Kempf und auch ein neu gekaufter Leisner, der hat... Also wer sagt, die haben keine Qualität und... Das wäre ein Witz. Also das stimmt ja nicht. Die haben generell Qualität. Ich glaube auch, dass ein Marco Richter natürlich Qualität hat, aber der ist einfach mit der Rolle als Spielmacher einfach überfordert. Der muss im Endeffekt wieder auf der rechten Seite spielen jetzt, dann würde er ja sehr viel besser spielen. Und ansonsten ist es das, dass wir da eben noch was nachbessern müssten. Suazada hat auch Qualität, sicherlich. Den musst du dann halt einfach aufstellen. Da geht es auch nicht drum, ob er keinen Bock hat, sondern wir müssen jetzt ja mit den Spielern das Beste machen, die wir haben. Und das ist ja auch kein Wunschkonzert. Wenn der im Monat 1,5 Millionen kassiert, dann muss er auch spielen. Das finde ich jetzt hier keine... Das ist eben so. Und vorne, Niederlechner würde ich schon die Qualität als Torjäger absprechen, aber er hat auch also fußballerisch natürlich eine Qualität. Als alleinige Spitze ist es für ihn einfach schwer, aber das ist auch ein Führungsspieler und für die zweite Liga natürlich hat er genügend Qualität. Das ist ja lächerlich, das jetzt abzusprechen. Tabakovic hat sicherlich auch für die zweite Liga die Qualität, da vorne ein sehr gutes Wörtchen mitzureden. Ein Marton Dardai, den kannst du jetzt auch nicht mehr als ganz jungen Spieler bezeichnen. Der hat auch ein absolutes Potenzial. Also, und wenn ihr diese ganzen Namen mal zusammenreiht, was soll denn das dann irgendwie zu sagen? Wir haben keine Qualität, wir spielen hier nur mit 17-jährigen Honks. Wir können froh sein. Also das ist doch einfach, das ist genau das, was ich überhaupt nicht mehr so abkann, dass wir uns so tief stapeln. Und klar kann man sagen, ey, bloß nicht arrogant werden, aber wir wollen uns doch auch nicht so klein machen. Ey, hallo, wir sind aus der ersten Liga abgestiegen. Du kannst doch auch nicht sagen, die Mannschaft, die ist eine Drittligamannschaft. Also ganz im Ernst, die sind doch noch alle da. Sehe ich nämlich auch, sehe ich auch so. Ja, Duziak ist natürlich schlechter als Mitty, aber ey, für die zweite Liga HK ist der auch okay. Ich denke an Bielefeld und deswegen sehe ich es ja genau, deswegen sage ich es ja. Deswegen sage ich es ja. Es ist halt, die Gefahr ist da, dass man sich jetzt halt das Selbstvertrauen kaputt macht. Und das ist halt, finde ich, das Problem. Also, ich habe ja selbst gesagt nach Düsseldorf, ich finde, es sieht überraschend gut nach Paul Dardai-Fußball aus. Und es dauert natürlich seine Zeit, dass die Mannschaft sich findet. Ich glaube, es bedarf gar nicht so viel Stellschrauben. Ich glaube, wenn wir den Richtigen auf der 10 haben, haben wir auch die Qualität vorne. Wir haben die Qualität auf dem Flügel. Den haben wir ganz vergessen. Also ich weiß nicht, Fabi Rehse fand ich super stark. Der Typ, der hat richtig das Feuer, der hat Bock, der probiert alles. Auch ein Spieler, der eher für die erste Liga da ist. Ja.
Ja, HK, warum bin ich wohl so frustriert? Weil wir mit 0 Punkten hinten in der Tabelle stehen. Und du erzählst aber auch, guck mal, du sagst dir, einerseits sagst du, wir spielen nur mit Jugendspielern, wir können froh sein, wenn wir nicht absteigen. Jetzt schreibst du, ey, ist doch alles richtig erkannt, wir brauchen nur Zeit, dann kommt der Erfolg. Ja, was ist denn jetzt? Dann sagst du damit ja, die Mannschaft ist stark genug. Ich meine damit ja nur, dass wir diese Euphorie, die ja immer noch da ist, so wir sind in der zweiten Liga, trotzdem haben wir so viel Dauerkarten verkauft, trotzdem, ey, der Fanshop war so gerammelt voll, ey, das war auch wieder ein Ding, ey, im Fanshop, du brauchst so viel, was ist denn das für eine dilettantische Sache, dass du da irgendwie nur zwei Kassen hast und du stehst, ey, eine Stunde, um da was zu kaufen, ist auch echt ein Witz. Aber gut, so Leute, was soll man auch dazu sagen? Es bringt ja auch nichts. Es bringt ja auch gar nichts, jetzt irgendwie zu sagen, wir geben auf. Deswegen, das ist auch genau das, das will ich damit nicht sagen. Ich will ja nur sagen, jetzt lasst uns mal ein bisschen Gas geben und gebt das Geld aus für einen Zehner irgendwie. Guckt euch nochmal auf dem Transfermarkt nach einem, von mir aus auch schon, Ü30-Typen aus, der die Erfahrung hat und die Qualität. Wir haben junge Leute, die auf der Position sicherlich perspektivisch nachkommen. Jetzt brauchen wir nur einen, der da gleich weiterhilft, die Erfahrung hat. Ich weiß, kann man sagen, ja, wer soll das sein? Keine Ahnung, aber dafür haben wir eine Scouting-Abteilung. Das Transferfenster ist noch offen und ich glaube, da muss man jetzt einfach nochmal nachlegen. Und dann wird das schon. Ich denke auch Kopf hoch. Floßstimmung ist vieles Wetter heute. Ein Zehner kostet 10 Millionen Euro Minimum. Ach, Hacker. Ja. Ein Zehner, wo willst du den jetzt holen? Außer Premier League. Ich glaube, wenn du eine ordentliche Scouting-Abteilung hast, kriegst du auch einen Zehner. Da musst du halt vielleicht in andere Länder gucken, oder? Ich würde auch sagen, wie machen das denn die anderen Mannschaften, HK? Geben die alle 10 Millionen für ihre Zehner aus? Ich glaube nicht. Was hat ein Paderborn mit Max Kruse? Haben die dem 10 Millionen Handgeld gegeben? Ich glaube nicht. Ey Marcel, das ist richtig gemein. Mit jedem anderen Trainer stünden wir jetzt mit 0 Punkten da. Das ist so gemein. Oh Mann, ey. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ey, Dennis, hör auf, jetzt hier die Bits rauszucheeren. Kenny raus. Leute, ich würde sagen, das war jetzt mal eine desperate nach dem zweiten Spieltag Niederlage Brunchtime-Loge. Am Dienstag sieht es schon wieder ganz anders aus. Ich hoffe, dass Dennis am Dienstag am Start ist. Und wir dann wieder ein bisschen Hoffnung reinkriegen. Ja, und dann werden wir jetzt mal sehen. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Palko braucht noch 3 Wochen. Der kann ja die 10 spielen. Naja. Hertha verliert eine ganze Generation an Fans. Fände ich jetzt nicht so schlecht, BSC. Zum Beispiel. Wäre genau eine Option, die uns sehr gut tun würde. Okay, Dennis sagt, alles klar, wir machen die Loge Dienstag um 19 Uhr oder 19.10 Uhr. Ja, okay. Also, hier waren jetzt mal wahre Worte angedacht und jetzt aber genug des Trübsals. Habt jetzt einen schönen Sonntag. Ich gehe jetzt aufs Feld, lass mir mal ein bisschen Wind um die Nase schnoddeln
Und dann sehen wir uns frohen Mutes am Dienstag. Lasst euch nicht runterkriegen. Kuss geht raus an alle von euch. Auch finde ich es gut, wenn wir uns das auch mal sagen. Muss ja nicht jeder einer Meinung sein. Dazu ist das ja hier da. Also nicht verzagen, auch HK. Ne? Nicht böse sein, wenn man mal nicht die gleiche Meinung hat. Deswegen machen wir das hier, ja. Also, Kuss in eure Seelen. Wir sehen uns. Ciao. Weißt du, wie es ist, wenn ein Riss durch die Seele zieht? Dem Schmerz tief im Herzen unterliegt. Wenn die Tränen nicht mehr trocknen und ein Lächeln nicht gelingt, die Träume von den Bäumen fallen wie die Blätter im Wind. Alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein. Regenbogenfarben, die keine Kraft mehr haben, nur grauer Schein. Irgendwann wird wieder Licht und die Sonne kommt zurück und scheint für dich. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alte Wunden werden heilen, du wirst sehen. Alle Wunden werden heilen, du wirst sehen.